Hallöchen, Puppelchen, wie geht's, wie steht's? Heute ein weiteres Zigarrenreview. Und zwar sind wir heute in Honduras gelandet mit der Flor de Selva Maduro Collection Grand Press Box Pressed Toro. Wirklich sehr, sehr schönes Deckblatt, ölig, sehr fein, super tolle Farbe. Kostet 8,60 €, hat eine Länge von 15,24 cm. Durchmesser von 2,2 cm, was im Ringmaß von 56 entspricht. Ja, verspricht ja eher Richtung Mokka zu gehen, also ein bisschen würzigerer Kaffee, leichte Röstaromen. Ja, bin ich echt gespannt. Schauen wir mal, wie sie denn riecht. Ja, also man könnte echt sagen, so wenn man Schwarzbrot kauft und es so schön auspackt, so frisch in der Richtung, aber auch so ein bisschen Holz, ein bisschen Gewürz in der Form. Bin ich echt mal gespannt, wie dann der Kaltzug ausfällt. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Sehr schöne Zigarre. So Leute, dann machen wir mal den Kaltzugtest. So ein bisschen Pfeffer auf der Zunge, ein bisschen Holz. Genau. Machen wir sie doch einfach mal an. Schön blauer Rauch, schießt gleich so eine gewisse Cremigkeit ein, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Gewürz, ein bisschen Tabak. Genau. So, recht cremig. Ich würde jetzt mal sagen 4,0 von 10. Pfeffer 2,5 von 10. Ist ein bisschen gefallen. Das war am Anfang ein bisschen stärker. Ja, das Gewürz dominiert momentan. Ja, genau. Aber schön fein momentan noch. So, der Abbrand ist ganz gut übrigens. Man muss nicht zu stark ziehen. Das Rauchvolumen ist ganz gut. Die kernige Würze dominiert momentan. Ja, Creme ist leider ein bisschen gefallen. Pfeffer ist noch ein bisschen da im Gaumen. Ansonsten sehr lecker, ja. So, es gibt eigentlich kein Update in dem Sinne. Ist wirklich sehr lecker, die Zigarre. Schön würzig. Ja, ich kann das Würzige nicht wirklich umschreiben. Also, ich habe am Anfang gesagt, dass man liest, dass es schön nach Mokka schmeckt. Ja, es hat schon so gewisse Röstaromen. So ein bisschen kerniger auf jeden Fall von der Würze her. Könnte man schon Richtung Mokka interpretieren, auf jeden Fall. Wirklich sehr super. Gut, Abbrand wird jetzt ein bisschen schiefer hier. Aber sonst total easy smoke. Du musst dich nicht um die Zigarre kümmern. So soll es eigentlich auch sein. Und ist einfach nur lecker. Fertig aus. Schön, ne? So, jetzt sind wir bei einer Stunde angekommen. Und jetzt tut sich ein bisschen was. Jetzt geht es doch Richtung Kakao. Also ein bisschen Kaba, würde ich jetzt sogar sagen. Mit so gewissen Röstaromen natürlich noch dazu. Und ich glaube, es bahnt sich so ein bisschen Erde an, also ein bisschen Staub auf den Zähnen so. Es wird auf jeden Fall deutlich trockener jetzt im Mund. Und ja,
Das ist mein Update. So, ich hatte ja angedeutet, es kommt ein bisschen Erde hinzu. Kam dann jetzt auch so dieses Staubige auf den Zähnen. Man könnte auch sagen, hat ein bisschen Schwarzteearoma. Und ging sie mir jetzt auch einmal aus natürlich. Das ist aber nichts Außergewöhnliches. Das ist ja bei mir immer so. Jemand, der meine Videos verfolgt, weiß, sobald sich Erde ankündigt, geht die Zigarre bei mir irgendwie immer aus. Ja, so zwischendurch kam auch so ein bisschen eine gewisse Süße hindurch. Aber nur ganz, ganz kurz. Also momentan herrscht noch dieses, ich sag jetzt einfach Mokka und jetzt so ein bisschen Erde. So, jetzt sind wir bei 80 Minuten angelangt. Jetzt zieht die Stärke ein bisschen an, jetzt wird sie ein bisschen schärfer. Und die Erdtöne werden auch immer ein bisschen stärker jetzt. 5,0 fast, ja 4,5. Aber noch relativ ausgeglichen, also ist es nicht so krass. So, jetzt sind wir bei 90 Minuten angekommen und ich finde wirklich sehr gut bei der Zigarre. Ist ein echt guter Blend, weil die Erde ist zwar gestiegen und da kam noch eine gewisse Stärke hinzu, aber jetzt ist das wieder in den Hintergrund ein bisschen geraten. Und jetzt kommt die erwähnte Süße hinzu. Also nach 60 Minuten kann man immer wieder so ganz kurz so eine Süße durch und die kommt jetzt am Schluss dann auch wieder. Ich mag es ja persönlich nicht, wenn eine Zigarre dann eine halbe Stunde einfach nur erdig ist. Das trifft halt nicht meinen persönlichen Geschmack. Wenn die Erde kommt, 10, 15 Minuten und noch ein bisschen stärker wird, ist es wirklich für mich persönlich kein Problem. Aber dann möchte ich, dass sich dann da in der Richtung wieder was tut. Und es tut sich hier was. Wie erwähnt, die Süße kommt dann hindurch und die Erde ist ein bisschen in den Hintergrund dann geraten. Sehr lecker. So, jetzt sind wir fast bei 100 Minuten, Entschuldigung. Und jetzt kommt die Erde dann doch wieder ein bisschen zurück. Wieder ein bisschen dominanter geworden. Aber das ist völlig in Ordnung. Also ich finde es cool, dass die Erde angestiegen ist und dann auch ein bisschen die Stärke, also so eine gewisse Schärfe war da. Und das ist in den Hintergrund geraten und dann kam die Süße hindurch. Ein paar Minuten, jetzt ist sie wieder weg, die Süße. Und jetzt kommt wieder ein bisschen Erde hindurch. Also da tut sich auf jeden Fall was und deswegen finde ich das auch echt ganz gut. Also jetzt im Vergleich zu der Rocky Patel Sungrown Maduro ist es ein himmelweiter Unterschied für mich persönlich. Diese hier ist günstiger, sieht besser aus, schmeckt für mich ein bisschen feiner. Auch wenn sich 60 Minuten nicht viel tut, trotzdem ist es wirklich sehr lecker. Man schmeckt von Anfang an alles, so dieses, was ich schon erwähnt habe, dieses Mokka und dieses schöne Gewürz und auch ein bisschen Schokolade. Und am Anfang war ja auch ein bisschen Creme dabei. Das war bei der Rocky Patel Sungrown Maduro nicht so. Die war ein bisschen flacher von dem Aromen her und wurde dann einfach immer nur stärker. Ja, ich hätte mir hier vielleicht am Anfang ein bisschen länger Creme gewünscht, aber ist halt schwierig. Die Maduros sind ja meistens, ja, kann man jetzt zwar auch nicht pauschalisieren, aber die schlagen eher in die trockenere Richtung. Deswegen hat sie doch einen sehr guten Job gemacht hier. Die Flor de Selva Grand Press Maduro Toro Box Pressed. 5 von 5. Weil 100 Minuten Smoke kriegst du locker. Ist auch für Anfänger geeignet. Ist halt die Frage, ob die Anfänger dann die 100 Minuten durchstehen, um halt am Schluss an das Filetstückchen zu kommen mit dieser Erde und mit dieser Süße. Aber ja, super Zigarre einfach. Bis zum nächsten Mal.